Ja, willkommen zurück. Wo war man stehen geblieben? Gott, ja. Ich suche die Abbruchstelle. Wo ist denn die Abbruchstelle? Okay. Irgendwas. Was ist da? Geld. Hier, okay, okay. Hier noch irgendwas? Kram. Zigaretten, Batterien. Ja, genau, nimm den Krempel. Was ist da? Es wird scheiße dunkel schon wieder. Karte? Da ist die Abwurfstelle. Hallo. Nachts wird hier echt arg gefährlich. Grain, 3/4 aller Pakete kommen im Kessel runter. Fängst du dort an, ist die Chance am größten, dass du die Abwurfstelle vor den anderen erreichst. Teile. Hallo. Nee, Lichtfalle brauche ich jetzt noch nicht. So. Jade, nähere mich der Abwurfstelle. Gut. Such dir einen Unterschlupf und warte. Die meisten Pakete landen genau in diesem Bereich. Komm rein da. Hallo. Wer bist du denn? Richtig? Interesse an Informationen? Was wollen Sie? Hören Sie, ich bin Bauingenieur. Die Firma, bei der ich gearbeitet habe, war in der Altstadt. Sektor 0, wie es jetzt heißt. Wir waren hauptsächlich mit Arbeiten an der Kanalisation beschäftigt. Das klingt aufregend. Bitte, kein Anlass für Sarkasmus. Kann man jetzt irgendwas reparieren? Wie funktioniert das? Herstellen, Upgrade. Okay. Mache ich das? Mod. Gehe ich zurück. Schlichtes Rohr herstellen, abgezählt, reparieren. Ja. Kann ich das auch upgraden? Hab nichts. Nicht noch was reparieren. Die Kanalisation Harans ist ein Meisterwerk. Und da ist eine Kiste. Sieht intakt aus. Mal sehen, was drin ist. Oh, da. Weiher. Ah, Schloss drehen. Komm. Was haben wir denn hier Feines? Wurfsterne. Hui. Wie komme ich da jetzt hoch? Naja. Ihr Ekelhaften. Oh. Muss doch da irgendwie hochkommen. Ja. Du bist tot.
Genau, perfekt. Was haben wir denn hier drin? Oh. Rohr, noch ein Vollstrecker. Ist noch eine Runde hoch. Aber. Ling. Okay. Sehr schön. Ich habe nicht alle Fertigungspunkte verteilt. Fertigkeiten. Überleben. Was können wir denn noch machen? Was haben wir hier? Rucksacktourist. Kann ich bestimmt mal schleppen? Putschmittel. Ja, möchte ich kaufen. Gut. Fertigkeiten. Hier habe ich noch was. Was können wir hier noch machen? Wurf. Rutschen. Wurf. Ich möchte mich auch noch ein kleines bisschen wehren können. Was haben wir hier? Na klar, nichts drin. Aha. Hast du es gesehen? Ja, zwei Pakete. Sie sind leider woanders gelandet. Aber du bist ganz in der Nähe. Du musst als Erster bei den Kisten sein. Ja, sehr schön. Hallo. Muss dich leider verlassen, Mr. Zombie. Kacke. Na komm hoch. Gleich wird's Nacht. Und noch die ganzen bösen Viecher raus. Tschüss. Du Scheiße. Hier ist doch irgendwo so ein Ding gelandet. Jade, Reis, Männer waren schon da. Verdammt. Okay, kein Kampf. Such einfach Nummer 2. Such nach dem Rauch des Leuchtsignals. Die Kiste muss in der Nähe sein. Scheiße. Laufen wir jetzt mal. Hallo. Da. Jetzt wird's dunkel. Hallo. Hier ist noch ein Fettsack. Brauche ich jetzt aber nicht. Bin fast dort, ich schaff das. Ja, gleich sehe ich wieder. Scheiße, wo muss ich hin? Oh. Könnt klettern? Ja. Maul jetzt. Ja, ich bin jetzt bei der Kiste.
vor. So, kann ich das jetzt endlich öffnen? Ach du Scheiße. Crane hier, ich wollte gerade ein Antizin-Paket bergen. Gut, Crane. Damit eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten. Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt Raiz. Hören Sie zu. Raiz ist höchstwahrscheinlich unser Mann. Wenn Sie also Antizin finden, dann zerstören Sie es. Was? Wieso? Dann müssen Sie sich an Raiz wenden. Sie können das für Bracken übernehmen. Als Gesandter. Aber die Leute brauchen dieses Zeug doch. Wir haben das Wohl aller im Sinn. Was ist für ein Scheiß? Vergessen Sie das nicht. Nee. Brauchst du selber. Was stimmt mit dem nicht? Jade, ich bin an der Abwurfstelle. Hier ist kein Antizin. Kein? Mist! Gut, komm zurück. Und Vorsicht, die Albträume sind wach. Lass dich nicht sehen. Mist! Haben mich wohl gehört. Oh Gott. Scheiße, wohin? Ich sehe nichts. Ich sehe so gar nichts. Ah. Wo muss ich hin? Sie sind tot. Ich sehe gar nichts. Oh. Ich sehe gar nichts. Okay. Schlafen nicht möglich. Bin ich? Ich sehe gar nichts. Komm. Wie was sehen würde. Der Turm. Muss da irgendwie hin. Boah. Safe. Alles klar. Oh Gott. Vermeide es auf jeden Fall, nachts im Freien zu sein.
Boah, so ein Krampf, ey. Ich hab's heil zurückgeschafft. Jetzt weiß ich, wie Bracken sich bei seinem nächtlichen Ausflug gefühlt haben muss. Das ist kein Kindergeburtstag. Ich muss mich bei ihm melden und ihm sagen, dass ich kein Antizin habe. Alle zu belügen ist ein verdammter Mist. Aber ich weiß, dass der GRE das Wohl der Allgemeinheit im Sinn hat. Oh Mann. Headquarter. Du Heiland. Bracken, also echt. Ja, wir brauchen Antizin. Aber von Reis kaufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, Mann, ich gehe hin. Ich habe keine Angst. Auf keinen Fall. Das Thema ist durch. Ist es nicht. Du hast einfach entschieden, dass ich... Ich gehe. Ist das dein Ernst? Tja, dieser Reis hat mich noch nie persönlich gesehen. Ein Neuanfang, okay? Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Oh Gott. Willst du das wirklich tun? Natürlich. Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht. Also, wir haben hier Rays Basis. Finde raus, was das Zeug kostet und komm heil zurück. Jo. Ein Fertigkeitspunkt erhalten. Hey. Was haben wir denn hier? Was ist das? Falsch und besser Landpreise sinken. Eine Wurfsterne herzustellen. Und dann 13 Effekte haben. Okay. Guck mal dich. Können wir noch im Inventar was machen? Mhm. Rain, können wir jetzt auch was machen? Oh, Vollstrecker. Klar. Ach, warte mal. Ist das fertig? Nochmal Upgrade. Vollstrecker auswählen. Vollstrecker auswählen. Perfekt. Upgrade bestätigen. Enter. Gut. Haltbarkeit 30. Können wir. Das ist voll. Man ist kaputt. Gut. Zerlegen. Ah, okay. Kann man nicht mal Schrott rausholen. Gut. Alkohol. Medikits. Ist klar. Sind's alle unten? Gut. Hier ist der Kindergarten. Na, schon wieder. War hier. Pass auf, ich muss hier weg. Ich will meine Frau und mein Kind an einen sicheren Ort bringen. Also der Turm dürfte der einzig sichere Ort sein, den es gibt. Genau. Der sicherste in den Slums vielleicht. Aber wie wir beide wissen, heißt das nicht wirklich was. Es gibt einen Weg nach draußen. Aus den Slums? So ist es. Ich muss ans andere Ende der Stadt und dafür brauche ich eine Schusswaffe. Wenn du mir eine besorgst, sage ich dir, wo du einen Laden finden kannst, der noch nicht geplündert wurde. Woher weißt du, dass da überhaupt noch was ist? Weil es nur eine Person gibt, die Zugang dazu hat. Und das bin ich. Bring mir eine Waffe und der Schlüssel ist dein. Genau wie die Sachen im Laden. Alles klar. Yeah.
Was ist denn hier los? Bahir hat sich eingeschlossen. Wir konnten ihn schreien hören. Klang nach Verwandlung. Hört ihr das? Ich krieg's nicht hin. Willst du's versuchen? Klar. Ja, knack das Schloss zu. Schloss knacken. Du musst dieses Schloss knacken. Na, kriegen wir das hin? Hilfe von Metallteilen. Probier's doch mal. Können wir nicht. Wie stellt man das nochmal her? Ich glaube hier. Dietriche. Ja, Dietriche. Okay, anfertigen. Medkit. Okay. Dann knacken wir Schloss nochmal. Oh. Tee für Taschenlampe. Er ist gut. War hier? Bist du da? Hilf mir! Was ist mit dir? Ich kann mich nicht rühren. Mir explodiert gleich der Brustkorb. Verwandelst du dich? Nein, nein. Die Schmerzen gingen los, als ich Antizin nahm. Oh, da auf dem Boden. Ein gefälschtes Antizin. Dieses Zeug ist Müll. Was? Eine Fälschung. Wo hast du's her, Bahir? Bitte, ich brauche einen Arzt. Sag mir erst, woher du's hast. Geht nicht, hab's versprochen. Der Kerl ist nützlich. Bringt mir Sachen von draußen. Wie gepanschtes Antizin. Und wenn das Kinder kriegen, sollen die das auch durchmachen? Himmel, nein! Dann sag mir, woher du's hast. Yusuf, einer der Späher. Merkwürdiger Kerl. Er lebt auf dem Dach. Okay, ich hol Dr. Lena. Oh, bitte, beeil dich! Dr. Lena. Was ist passiert? Hast du ihn erledigt? Was? Nein, er verwandelt sich nicht. Braucht aber einen Arzt. Dr. Lena war ja eine Etage tiefer, glaube ich, oder? Über eine Etage runter. Ein tiefer? Hier ist Headquarter. Noch einen runter? Ja. Sie sollten sich das ansehen. Falsche Chargennummer. Ist das eine Fälschung? Jemand im 21. hat's geschluckt und kann sich jetzt nicht mehr rühren. Aman, geh zu ihm. Wo hat er es denn her? Von Yusuf, einem der Späher. Er wird es kaum hier herstellen. Jemand muss es ihm liefern. Ich red mal mit Yusuf. Je eher, desto besser. Okay. Tun Sie ihm nichts. Sprechen Sie mit ihm. Klar. Hey, Yusuf. Hallo, Yusuf. Stimmt, der will mir Taschen ab. Bist du der Yusuf? Nee, du bist doch hier, wie heißt er? Ja, alles klar. Dann krabbeln wir hier mal hoch. Den Yusuf. Yusuf? Willkommen bei Yusuf. Was du suchst, ist schwer zu kriegen? Dann frag Yusuf. Yusuf hat alles, was du brauchst. Ich brauche Antizin. Aber ja, natürlich. Freund, heute ist dein Glückstag. Nein, Yusuf, es ist dein Glückstag.
Du kannst reinen Tisch machen und mir sagen, woher das gefälschte Zeug stammt, das du Bahir verkauft hast. Genau. Bahir? Bahir, sagst du? Ich kenne keinen Bahir. Er wäre an deinem gepanschten Antizin fast gestorben. Gepanscht? Bist du sicher? Es taugt nichts? Ich hab den Kerlen ganze 10 Ampullen abgekauft. Für gutes Geld. Kerlen? Ja, das ist eine heikle Angelegenheit. Wer, Yusuf? Mir geht gleich die Geduld aus. Da ist ein Gebäude neben der Apotheke. Da hausen ein paar Überlebende drin. Ich weiß nicht, wie viele. Ich war noch nie drin. Sie haben Arzneien. Einiges davon ist echt. Wohl aus der Apotheke. Aber sie stellen auch selbst welche her. Mein Kontakt ist ein Kerl namens Bento. Okay, die restlichen Ampullen verbrennst du. Aber die waren schweineteuer. Wenn du weiter mit diesem Zeug handelst, wird's um einiges teurer. Oha. Überprüft die Apotheke, aber nicht mehr heute Nacht. Oder? So, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.